Hallo Leute, herzlich willkommen zu Subcut und ein weiteres Spiel Smalland Survive the Wilds. Hier, auch wie beim letzten Video, habe ich leider das schon gespielt, aber ich habe auch hier Mikrofon vergessen anzuschalten. Und da hat man natürlich von den zwei Aufnahmen, die ich davon gemacht habe, nichts gehört. Deswegen muss ich das alles nochmal von vorne machen. Wir sind aber auch hier tatsächlich nicht weit gekommen. Ja. Auch hier verpasst man am Anfang nicht viel, deshalb spielen wir diese Welt einfach weiter. Da brauche ich nichts großartig neu zu machen. Ich habe nur die erste Rüstung habe ich mir bauen lassen, beziehungsweise gebaut. Ich habe ein kleines Häuschen habe ich mir gebaut. Ja, wir haben auch die erste Waffe und sowas gebaut und. Ja. Also wie gesagt, viel ist nicht passiert, viel konnte ich jetzt auch nicht erkunden und sowas alles, weil ich bin auch ganz am Anfang zweimal gestorben, ne, durch so einen blöden Käfer und durch eine Ameise, zweimal Ameise, und zwar so eine Bulldoggen-Ameise und ja, das ist wie gesagt mein Plätzchen, das ist ganz am Anfang und wie gesagt, ganz am Anfang wird man so durchgeleitet, dann sieht man da so eine Eulen. Die haben so glühende Augen und da gibt es halt Informationen zum Nachlesen. Es gibt nicht wirklich ein Tutorial, ja, sondern auch wieder viel Gelese. Also am Anfang läuft man halt viel und dann sind die Statuen da und dann muss man sich komplett durchlesen alles. Ihr seht auch unten links, ich bin noch nicht mal weit, ich bin gerade mal Stufe 3. Ja, also ich bin nicht mal weit gekommen in der Stunde, die ich da gespielt habe. Oder sagen wir mal eineinhalb Stunden, die ich gespielt habe. Und ja, deswegen, um das halt und euch zu ersparen, so will ich jetzt einfach weiterspielen, damit man vielleicht auch ein bisschen mehr sieht vom Spiel. Und ja, also, das war der letzte, wo ich hin musste. Zu dem musste ich hin, da habe ich irgendwie Rüstung bauen lassen können. Musste ich bloß Holz sammeln und ein bisschen fasern. Ne? Und ansonsten musste ich da zu dem, der hat mir gesagt, irgendwie muss ich was holen. So ein Heilmittel, weil die Königin von uns, die ist wohl jetzt schwer krank. Und da muss ich wohl das Geheimmittel holen, beziehungsweise so eine Arznei ist das, die sie heilen soll. Die ist aber in einer Kiste, die verschlossen ist und keiner findet den Schlüssel, beziehungsweise der Schlüssel wurde wahrscheinlich gestohlen. Ja, und es, also die einzigen zwei, die daran könnten, ist der Älteste und der König. Und wahrscheinlich hat der König was damit zu tun, dass auch die Königin krank ist, was weiß ich, wäre wahrscheinlich so eine Verschwörungstheorie, aber das kann ich jetzt nicht beweisen, steht auch nichts. Der hat jetzt nur gesagt, der Älteste, ich muss zu Kalev und zu irgendjemand anders und um dahin zu kommen, ist es ein sehr, sehr schwerer Weg und ja, genau, aber ich brauchte hier für die nächste Werkbank, es ist das typische mit Survival-Setting, ne, Werkbank und dann baust du dir das Zeug. Und halt auch viel sammeln und sowas alles. Es gibt eine Waffe, es gibt einen Bogen, es gibt eine Axt, es gibt einen Bauarbeiterhammer, es gibt eine Fackel. Das sollte also für die Survival-Freunde da draußen eigentlich kein fremder Begriff mehr sein. Und ja, durch Sammeln zum Beispiel habe ich jetzt hier ein paar Schrauben gefunden. Beziehungsweise durchs einfach Erkunden. Die liegen da unten am Strand irgendwo rum. Einfach Schrauben. Da kann ich jetzt auch diesbezüglich einfach ein bisschen mehr bauen. Ich kann jetzt auch einfach, das war nicht hier. Nee, hier war es nicht. Genau, Marienkäfer kann ich auch wohl noch irgendwann zähmen und fliegen. Und hier solche Werkzeuge werden hier in dieser Werkbank repariert. Nicht mehr im Inventar. Und ja. Das war jetzt so ein so Upgrade. Oh, was ist das? Das ist neu, das habe ich noch gar nicht gesehen. Man kann sogar die Ausrüstung, mit den Steinen upgraden. Cool. Das ist cool. Aber mehr auch nicht. Nur die Dings hier. Okay, zerlegen geht auch nur über die Werkbank. Okay. Gut. Inventar. Ja, also Temperatur ist ja wichtig, ne? Man hat Temperatur, man muss viel essen, Stamina, Gesundheit, alles klar. Und Attribute hat man ja auch. Wenn man Punkte hat, kann man die hier verteilen. Fertigkeiten hat man leider nicht. Es gibt ja also keine speziellen Fertigkeiten. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich... Wo war denn die Möglichkeit, mir so eine Dings zu bauen? So eine Spitzhacke. Hier. Primitives Beil, brauche ich noch Chitin. Aber Mandibel, hier, das muss ich. Also Bulldoggen-Ameise muss ich mir sozusagen jetzt holen. Das heißt, wir suchen uns jetzt eine Bulldogge. Und, oh, ein Sturm zieht auf. Ich muss Schutz suchen. Oha, was ist los? Toll, ich brauche vielleicht mal ein bisschen Essen.
Oha, jetzt, das hatte ich noch nicht. Das ist auch neu. Oh, was war das? Ich konnte gerade durchs. Ja, okay. Einfach mich eigentlich gerollt nur und konnte. Bin gerade hochgerollt. Okay. So, was ist mit Sturm? Aber ich muss langsam mal essen. Ich habe kein Essen, oder? Aber da habe ich noch. Doch, ich habe noch Essen. Gut. Ameisenspieß, Essen, super. Voller Bauch. Insekten, nee, das steht nicht da. Steht natürlich auch nichts da hier. Das finde ich schade, dass es keine Tooltips gibt und sowas alles. Also, ja, finde ich immer schade. Ja, man weiß einfach nicht, was so wirklich dann gerade jetzt so da ist. Wohl genährt. Sowohl heißt, dass ich mich heile, hier sowohl voller Bauch bedeutet wohl, dass meine Nahrung nach oben geht. Aber so ganz, keine Ahnung. Okay, schließen geht gerade auch nicht. Okay, ja, wo ist denn der Sturm? Zeigt das irgendwo an, dass hier Sturm ist? Nö. Weil eigentlich will ich hier weg, ich will los. Oh, jetzt bebt's, okay. Der Sturm ist losgebrochen, bleib geschützt. Ja, ich bin geschützt. Boah, hier bebt irgendwie alles. Aber man sieht nichts vom Sturm. Ich sehe einfach nichts. Aber ich glaube, ich fliege weg, wenn der Sturm kommt. Es regnet, es ist Sturm. Gewitter. Setzen wir das Ganze einfach mal aus. Ja, es klappt auf. Alles ist gut. Der Sturm ist wohl vorbei. Es kommen jetzt auch die Tiere wieder. Cool. Also Schmetterlinge tun mir nichts. Die habe ich auch schon mal abgeschossen mit dem Bogen. Die hauen einfach ab. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt. Oh, das ist gut. Zum Beispiel die Pilze hier. Die kommen auch immer wieder. Da kann ich zwischen Pilzragout einfach machen. Übers Lagerfeuer. Und die sind gut. So, aufsammeln. Falls ihr was nicht seht, ihr könnt bei V drücken, wo ihr was seht, ne? Kommt alles immer wieder. Und ihr seht somit auch Statistiken und Infos für die Gegner. Genau. So, und bei F, wenn ihr F gedrückt haltet und ihr seht zum Beispiel hier das nicht, einfach F gedrückt halten und dann müsst ihr eigentlich alles automatisch einsammeln, außer es ist natürlich weggerutscht. So, aber ihr müsst eigentlich bloß drüber stehen, F halten und schon sammelt ihr alles ein. So, hier war, glaube ich, das Essen ist nicht, also geht nicht kaputt. Ihr könnt also x-beliebig davon ruhig machen. Ja, Ameisenkopf, so. Grashüpfer gibt es auch. Okay. Das wird bestimmt hässlich. Das ist bestimmt richtig hässlich. So, Insektenei, weiblichen Insekten zu finden. Den Legenden des kleinen Volkes zufolge hält ein Insektenei pro Tag den Apotheker fern. Keine Ahnung, ist auch irgendwie eine Nahrung. Aber was das so bedeutet, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz, wieder ein bisschen. Spross brauche ich nicht, aber wir können trotzdem ein bisschen aufsammeln. So. Genau, und das Gute ist, diese Vision, wie es heißt, die hält ewig. Also, da ist Holz und sowas. Also, man kann die sozusagen einfach anlassen, wenn es einem nicht stört und sieht ganz genau, wo man was ernten muss. So. Genau, wir brauchen jetzt, wie gesagt, von dieser riesen Bulldoggenameise. Das ist eine Riesenameise, also. Und da brauchen wir jetzt sozusagen dieser Fühler. Ne? So, das sind übrigens diese Eulenstatuen, die stehen hier überall um. Ne? Und die geben halt nützliche Tipps. Aber ansonsten wird man hier echt direkt reingeworfen. Man weiß also so gar nicht, wo man hin muss, was man tun muss. Und ja. Viel selber beibringen halt wieder. So. Genau. Also.
Ach, das ist so eine Ameisen. Achso, es gibt natürlich auch noch, die sind verwundbar für einen bestimmten Waffentyp. Es gibt hier bestimmte Waffentypen. Ja, Marienkäfer, die können, glaube ich, auch fliegen. Die würde ich aber zähmen wollen. Und, oh, ey. Jetzt wird es auch schon wieder gleich dunkel. Das ist natürlich nicht so schön. Warum es gleich dunkel wird, das ist echt wieder schade. Ich wollte gerade eigentlich los. Aber in der Nacht zu wandern habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir wieder zurück und schlafen. Weil in der Nacht hier unterwegs zu sein, ist echt ätzend. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Man sieht erstens auch kaum was und zweitens ist, wie gesagt, richtig, richtig ätzend. Aber ich habe ja eine schöne Hütte. So. Schlafen, zack. Du fällst einen tiefen Schlaf. Du bist ausgeruht, aber hungrig. So. Ist gleich auf. So, gut. Aber Essen haben wir genug. Kein Thema, kriegen wir schon hin. Passt gut. So. Inventar ist soweit. Also eigentlich passt da noch viel rein, aber wir werden das trotzdem mal. Also normalerweise verliert man Sachen, wenn man stirbt und sowas alles. Ich habe es aber ausgestellt, weil ich das überhaupt nicht mag, dass man einfach Sachen, ja, so verliert. Finde ich schade, deshalb muss ich das nicht haben. Ich packe jetzt mal den Mist hier rein. Das brauche ich bestimmt irgendwann mal. Aber jetzt habe ich das Zerlegen gefunden. Jetzt kann ich das auch zerlegen. Das Essen nehme ich mal mit. So, zerlegen. Wanderer-Torso ist zerlegt, zerlegt und zerlegt. Super. Genau, gut. Bisschen Materialien bekommen. Okay. Was ich halt doof finde bei dem Spiel ist so ein bisschen, wenn man was im Inventar hat. Oder sage ich mal, angelegt hat, befindet sich das trotzdem noch im Inventar. Das habe ich, finde ich, ein bisschen doof gelöst. Ich meine, ja, gut, es ist realistischer gehalten, das mag sein. Aber ich meine, man kann sowieso schon so viel tragen und da ist es eh wieder unrealistisch und deswegen kann man das eigentlich auch gleich verstecken. Ne? Aber okay, ist halt so. Aber es ist halt wieder Plätze, die man wieder hätte gebrauchen können für irgendwas Wichtiges vielleicht. So. Okay, wir gucken jetzt mal, wo wir diese blöde Ameise finden. Denn ich brauche dieses Mantibell-Dingsbums. Und ja, Quest, wie gesagt, es ist schwierig. Hier steht wirklich nicht viel Info. Wir müssen sozusagen jetzt gucken. Ludwig der Älteste ist eine Höhle südöstlich von Dings. Das ist der Älteste. So, suche diese Siedler auf. Jetzt muss ich halt irgendwelche Siedler finden. Das sind wahrscheinlich die hier, Kalev, Tristana und Skadi. Die muss ich jetzt suchen, aber man wird halt schon direkt halt wirklich in diese offene Welt reingeworfen und schade, ne? Aber egal. So, da muss ich jetzt hin. Ich habe natürlich keinen Marker. Irgendwie muss ich mir einen Marker machen. So, jetzt hoffe ich mal, dass dieser Marker funktioniert. Aber ihr seht es da oben auch wieder. Es wird nicht mal wirklich was angezeigt. Also es ist schade, ja. Verfolgen. So. Keine Ahnung. So. Immer schön lauschen. Ich sind wirklich nur so eine kleine Ameisen. Ich brauche aber die großen Ameisen. Und wie gesagt, jedes Insekt hat sozusagen sein. Sein Schwachpunkt. Erfährt man zum Beispiel auch so, wenn man V drückt, dann steht zum Beispiel da immer was drüber. Also hier ist immer so Wertebalance, Gesundheit, Stamina, Schaden, Geschwindigkeit. Sieht man halt. Die auch rausmeißen. Da sieht man so Verletzlichkeit, Klingenschaden. Ne? Und ein so ein Schwert hat eben Klingen. Das ist halt eine Klinge. Ne? Und es gibt auch irgendwie noch Elementar, also Feuer, wahrscheinlich Feuergift gibt es wahrscheinlich noch. Dann gibt es noch Stumpf,
gibt es auch noch. Und ja, und man sieht halt auch, was man halt zum Ernten benötigt und, also. Ne? Und es gibt ja auch Monster, was ist Monster, aber Insekten, die halt nur nachts kommen. Und nachts sollte man, wie gesagt, wirklich nicht draußen sein. Da gibt es natürlich auch bösartige Marienkäfer, die dann einfach jemanden, die dich angreifen ohne Verluste und ja. Oha, hat der mich gerade beschossen? Lol. Der hat mich echt gerade beschossen. Wie gesagt, ihr seht schon, also so eine Kämpfe lassen halt nicht lange auf sich warten, ja. Die gehen direkt hier auf die Barrikaden, diese Viecher. Die wollen dich sofort umnieten. So. Und wie gesagt, ich muss irgendwie jetzt hier gucken, wie wir da am besten rüberkommen. Da liegt zum Beispiel ein Schlüssel, der passt leider nicht. Das habe ich mir auch schon. Ich habe mich schon gefreut, dass ich ihn gefunden habe, aber der passt leider nicht, weil es ist eine Walnuss, die geknackt werden muss. Ja, und deswegen passt das leider nicht. So. Ach, der. Trinkt das Vieh oder was? Aha. Komisch. Ja, es gibt viele Ameisen, die das Leben zur Hölle machen wollen. Gibt wahrscheinlich auch Spinnen, es gibt wahrscheinlich noch andere größere Käfer. Also wer so ein bisschen so Spinnenphobie hat, Käferphobie hat, dem ist das vielleicht nicht so das Spiel, aber man kann trotzdem die Arachnophobie-Einstellung kann man ändern. Also ihr könnt das ruhig auch spielen, so ist es nicht. So, jetzt hoffe ich mal, ich muss noch kurz was essen. So, jetzt mal voll. Ich muss echt aufpassen, dass die mich halt hier nicht einkesseln. So wie zum Beispiel jetzt. Ganz, ganz gefährlich. Guck mal, was die warten. Also wie gesagt, Konfrontation lässt hier wirklich nicht auf sich warten. Das ist echt heftig. Und auch das Leveln dauert an sich ganz schön groß. Ne? Also es dauert wirklich. Und ich kann nicht mal mehr bauen, nicht mal viel mehr bauen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen auch ärgert. Ja, ja. Deswegen, ich kann auch nicht mal wirklich großartig was herstellen. Ich muss dringend immer eine Werkbank dabei haben. Natürlich auch immer schade, ne? So. Oh, und Bienen. Ich glaube, die Bienen, die greifen mich doch auch an. Die Bienen greifen mich bestimmt auch an. So, der Kaleb, der ist irgendwo da oben. Marienkäfer, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Da ist der Roggen. Bienendrohne, Verletzlichkeit durchbohren. Oha. Sag doch. Ach du Scheiße, ja. Und das ist so eine Riesenbiene da. Das ist, oh. Ihr seht, es ist sehr, sehr gefährlich hier draußen. Ja. Vor allen Dingen, die verfolgen dich bis zum Get-No, also. Echt Wahnsinn. Bin ich, haben die mich vergiftet? Ich hoffe ja wohl nicht, dass die mich vergiftet. Dann wird es schon wieder Nacht. Nee, jetzt regnet schon wieder. Also ihr seht, es ist schon echt krass. Ne? Man muss irgendwie gucken, sich zurechtfinden und schon wird man in das nächste Event hier geschickt. Regen, Bienen, Ameisenplage, das ist schon. Und ihr seht, ich bin noch nicht mal großartig weit weggekommen, ne? Und so viel Laufen und sowas bringt auch nichts. Denn man wird hier sofort gleich angegriffen und sowas alles. Also das ist schon echt heftig. Die kleinen Arbeiterbienen, die kleinen Ameisen, die lassen mich Gott sei Dank in Ruhe. Ich muss trotzdem jetzt irgendwie gucken, wo dieser Typ ist, dieser Kaleb oder wie der heißt.
Zu viel Ameisenköpfe, Alter. Hier war auch irgendwo die große Ameise. Und Stein ist natürlich auch viel. Kann ich aber leider nur mit dem Mandibel-Spitzhacke abernten. Das will ich jetzt nämlich gerade auch holen, dieses Ding. Deswegen. Ihr seht, Stufe. Na gut, ich bin schon Stufe 4. Attribute Geschicklichkeit. Gucken. Ein bisschen Gesundheit brauche ich auch, auf jeden Fall. Giftpilz, okay. Ah, da kann ich bestimmt Gift machen. Bulldoggenameise. Was? Ist die Stufe 30? Stand da gerade Stufe 30? Krass. Okay. So, ich muss jetzt irgendwie gucken, wo dieser Typ ist. Hier ist irgendwie eine Quest. Hier ist mein Marker. Und da ist er. Gut. So, der erklärt mir vielleicht das hoffentlich einiges mehr. Hallo Ford, ich bin Corporal Caleb Stain. Okay, was hast du da für eine Rüstung an? Habe ich selbst mit Stein aus der Mine gemacht. Unglaublich robust und ein guter Schutz gegen die Kreaturen, denen du vielleicht am Strand begegnest. Apropos, Skadi hat aus Ressourcen jener Gegend eine bemerkenswerte Rüstung geschaffen. Okay, da brauche ich natürlich Stein, Fasern und Harz. Kann ich natürlich auch selber machen. Aber da brauche ich natürlich eine Werkbank oder ich lasse sie mir halt herstellen. Na, so. Was machst du hier? Ich soll Bergleute des kleinen Volks begleiten und bewachen. Was ist hier geschehen? Warum arbeitet niemand in der Mine? Eine Tragödie. Einer der Tunnel ist eingestürzt und die meisten Bergleute sind umgekommen. Der Bergbau ist zurzeit eingestellt. Weißt du etwas über die Steinmetzarbeit? Ich weiß, dass so ein, zwei Sachen. Stein bearbeitest du mit einer Schnittmühle. Wir haben keine Ressourcen, um einen guten hier zu bauen, aber du könntest eine Schnittmühle improvisieren, indem du Artefakte der Riesen verwendest, etwa Kronkorken oder Schrauben. Artefakte der Riesen sind wohl, ne, menschliche Gegenstände, die fallen gelassen werden. Wo kann ich so etwas finden? Kronkorken findest du oft an Sandstränden bei angeschwemmten Flaschen. Schrauben sollte es in der Nähe von Artefakten der Riesen geben. Okay, was kann ich sonst noch mit einer Schnittmühle machen? Du kannst etwas wie eine Mühle benutzen, um Saaten, Öl aus Saaten zu gewinnen. Oder Holz abschmürgeln, um verfeinertes Holz zu bekommen. Mann, du kannst sogar Feuerstein zurechtschneiden und dir so neue Waffen und Werkzeuge machen. Okay. Kann ich diese Steine ab und klar, aber du brauchst eine Spitzhacke. Die sind teuer und wir geben die nicht einfach so raus. Aber vielleicht kannst du dir ja selbst eine machen. Eine dieser Ameisen, die roten, haben erstaunlich kräftige Mandibeln. Darauf kannst du dir an einer Werkbank eine Spitzhacke machen. Okay. Die gibt es überall in diesem Wald, aber als wir den Bergbau eingestellt haben, sind einige in den unteren Teil der Mine jetzt gleich nördlich von hier. Aber pass auf, das könnten zu viele für dich sein. Gut. Kann ich diese Steine abbauen? Ach, habe ich schon. So. Gut, ich muss los. Alles klar, das sind so die Infos, aber eigentlich sollte ich ihn eigentlich fragen wie in der Truhe, aber... Irgendwie jetzt doch nicht mehr. Gut, also der bringt mir keine Infos. Schade. So. Aber jetzt habe ich schon mal eine stärkere Rüstung sozusagen gekriegt. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise muss ich die noch mir noch machen. Ja, ich brauche wie gesagt diese Mandibeln. Ja, da kann ich Stein abbauen. Boah, da so viel Stein. Bulldoggenameise. Stufe 10 sind die. Ja. Wie kriege ich da, wie komme ich da ran? Das ist ja, ich muss ja die irgendwie kriegen. Da, Bulldog, Ameise. Ah, okay. Oha. Die sind groß. Die Viecher. Kann ich die irgendwie anschießen oder so? Aber die haben auch Klingenschaden als Verteidigung. Okay, da kommt gleich eine hoch. Das sind große rote Ameisen, ne? Aber ich brauche die halt. Und wie im jeden Survival Game, man stirbt so oft, ne? Daher ist das eigentlich kein Problem. So, zack. Ups. Sieht mich gar nicht. Doch, jetzt.
Gott. Habe ich? Jawohl. Super. Jetzt habe ich so ein Mandibel und jetzt kann ich auch mir so ein Ding bauen. Und wie gesagt, normalerweise, wenn man stirbt, hier verliert man seine Gegenstände und kann sie dann wieder aufsammeln, wie so üblich ist, aber ich habe es ja ausgestellt. Also von mir aus kann ich jetzt ruhig sterben. Dann tauche ich wieder bei meinem Spawnpunkt auf. Giftpilze erfordert Holzbein. Okay, aber ich glaube, die kann ich nicht essen. Da kann ich bestimmt nachher Gift herstellen. So, komm mal her hier. Mann. Taucht der ohne ab. Wie die alle, wie die krabbeln, ne? Das ist schon cool gemacht eigentlich so. Gut. Die sind doch nicht so schwer, wie ich dachte. Zack, 26 schöne Pelz rein. Boah. Die kommen einfach von irgendwo her, ne? Total krass. Gut. Gut. So. Giftpilzstein. Wunderbar. Okay. Auch wieder gleich ein Level abgekriegt hier. Sehr schön. Brauche ich auch Geschwindigkeit, Ausdauer. Eigentlich brauche ich Ausdauer auch. Stamina. Was echt wenig ist. Also im Endeffekt braucht man eigentlich fast alles. Aber ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Ich weiß ja nicht, wie das Endlevel ist. Ob es überhaupt ein Endlevel gibt. Ja. Aber so weit, weit hinaus möchte ich mich eigentlich gar nicht wagen, ne? Es ist jetzt so und so schwer, aber es ist auf jeden Fall schon mal leichter als wie am Anfang. Da drüben ist irgendwas zum Einsammeln. Wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Oder ist das nur. Ach, nur, ist nur Deko, okay. Gut. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Stein. Hier ist auch der Übergang, okay. Gut. Ist hier nicht ein Aufzug? Gibt es hier nicht einen Aufzug? Ja, hier ist auch ein Aufzug. Okay, eigentlich kann ich damit bestimmt auch hoch und runter fahren. Okay. Gucken mal. Da ist auch die ganze Mine. Okay, hier kann ich doch nicht hochfahren, sah nur so aus. Hier sind zum Beispiel die Höhlen. Da ist auch nochmal so ein großes Ding. Wie komme ich da rüber? Gar nicht. Okay. Also es sieht grafisch schon schön aus, ja. Auf jeden Fall. So, so weit rüber komme ich da aber auch nicht. Krass. Ja, man kann natürlich überall bauen, ne? Also von daher ist es kein Akt. Ich gehe da jetzt trotzdem mal rein. Ich will gucken. Was da ist? Da ist bestimmt eine Riesenkönigin. Eine Ameise. Aber Stufe 10 ist schon heftig, ne? Oh, nicht getroffen. Nee. Die spawnen einfach so, ne? Da krass. Also man kann, wenn man keine Ausdauer mehr hat, trotzdem noch angreifen, aber man ist dann halt nicht mehr so stark, ja. So. Okay. Also es gibt auch so ein Gesundheitsreck und so. Aber ich glaube, wir sollten lieber erstmal zurückgehen und uns heilen. Oder wir machen es auf dem alten Weg. Wir lassen es einfach sterben. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man das ausgestellt hat. Und ich finde, für den Anfang, um so ein Spiel kennenzulernen, sollte man das schon einfach halten. Gut, also man muss hier schon ein bisschen gut kämpfen, ja. Dann klappt das auch alles.
wirkt eigentlich, man sieht es ja, die Höhlen, die kann man leider nicht schließen. Also zumindest habe ich davon jetzt noch nichts kennengelernt. Oh, Batterie. Nee. Aber Schraube. Schraube kann ich aufsammeln, aber Batterie und sowas nicht. Okay. Okay. Oh, das waren die Höhlen. Okay. Also mehr ist hier gar nicht. Ich denke, so gefährlich hier ist gar nicht gefährlich. Und ich sollte aber. Ja, es wird gleich schon wieder Nacht. Ich sollte wieder zurück. Ich glaube, Tag-Nacht-Rhythmus kann man, glaube ich, auch einstellen. Einstellung, kann ich die hier einstellen? Nee, leider nicht. Okay. Also wie gesagt, man kann hier auch, hier ist die Einstellung Arachnophobie, kann man auch einstellen und das sollte also für Leute, die da vor Angst haben und sowas, sollte es dann auch spielbar sein. Finde ich auch wichtig, diese Einstellung, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Also es gibt manche Spiele, die haben das gar nicht, die blendieren wirklich auf ihre Spinne, aber es gibt halt auch Leute, die haben halt wirklich Angst davor. So zum Beispiel meine Frau. Die mag das überhaupt nicht. Die schreit dann immer so rum und macht dann mich auch noch ganz nervös damit. Aber mit solchen Einstellungen ist das schon mal gut. Dann kann man sowas umgehen. Und verkrault dann die Leute nicht, ne? Ich meine, grafisch ist es schon schön. Ist es schon eine Augenweide, finde ich. Und ich denke mal, gameplay-technisch kann es auch noch ein bisschen was rausholen. Aber was ich halt so schade finde, dass man halt mit Tutorials nicht abgeholt wird. Sondern muss ich irgendwie hier frei entfalten und selber alles rausfinden. Das finde ich ein bisschen schade. Das erschwert so ein bisschen Einstieg. Aber okay. Geht auch so. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich wieder zurückkomme, ganz schnell. Bevor es dunkel wird. Nein, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich brauche euch jetzt nicht. Aber sogar eine große. Kommt die denn her auf einmal? Gut, jetzt habe ich aber erstmal genug Sachen. Oh, das ist ein Grashüpfer. Ach du Scheiße. Na, zu kämpfen oder was? Hä? Große Fresse hat. Okay, ich hoffe, wenn man Steinrüstung hat. Boah, wo kommen die denn alle her? Brauche ich gar nicht mehr. Das ist ein Grashüpfer, ey, ne? Oha. Wie schnell gerade meine Gesundheit runtergegangen ist. Alter. Wo ist der Grashüpfer hin? Da ist er. Oh nein, der mag mich essen, oder? Der will mich doch bestimmt essen. Oder? Stumpfe Waffen, Grashüpfer. Oha. Jetzt hat er mich erst gesehen. Okay, er guckt mich nur blöd an, aber er macht irgendwie nichts. Doch, der verfolgt mich. Der verfolgt mich, aber er macht nichts. Okay. Habe ich nochmal Glück gehabt? Habe ich echt nochmal Glück gehabt? Gut. Ja. Gehen jetzt zurück. Oh, hier muss ich eh doch. Ja, wir können natürlich nicht schwimmen, ne? Deswegen muss man hier ein bisschen Acht geben. Die kleinen Männchen können leider nicht schwimmen in diesem Spiel. Daher vermeidet Wasser. So gut es geht. Und genau. Also ich würde sagen, ich laufe jetzt nur noch nach Hause und dann. Oh, was ist das denn? Okay, ich dachte schon, es wäre irgendwie so ein Roboter. Okay, genau. Damit verabschiede ich mich. Ich laufe jetzt, wie gesagt, nur noch zurück. Und habt einen schönen Tag. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ein Abo, würde ich mich auch freuen. Und ja. Könnt auch gerne mal eure Erfahrung mit diesem Spiel unten in den Kommentaren schreiben. Sie verfolgt mich aber auch. Die ist ja schon hartnäckig. Oh, jetzt kommt sie gleich auf den Grill. Ja, und genau. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ja, oh, habe ich aber viel gesammelt. Meine Fresse. Cool. Okay, gut. Dann tschüss, Sikorski. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.